Anlegen nicht nötig. Oh, schon wieder höhere Stufe. Hätten wir das Kraftwerk verloren, säße Manhattan ganz schön in der Tinte. Sie haben den Leuten da am Causeway Project sehr geholfen. Ja, 19.000 live ist schon mal ganz okay. Aber immer noch zu wenig. Hallo, Vertreter der US-Regierung. Ich schätze mal, die 27er lassen wir mal liegen. Ach, apropos. Ja, oder? Was? Die 27er Mission. Ja, was? Ja, die erstmal noch lassen, oder? Noch lassen? Ja. Ja, wäre nicht verkehrt. Magazin, 3%, 16 kritisch, Nachladetempo. Nein, nein, nein. Diese Rüstungsmod, ich kann die nirgendwo anlegen. Oha. Ach du Kacke. Wow. Wie das Ding verzieht. Was? Hab eine neue Waffe, die macht ein bisschen mehr Schaden, aber die verzieht wie Hölle. Aber egal, mehr Schaden ist immer gut. Wo bist du jetzt schon wieder hingestiefelt? Ich? Oder was? Ja, ja. Ja, ich, na. Nur kurz zu dem einen Safe House und jetzt hier dinglich schnell rüber zu dem anderen da. Ja, der ist hier der Firewall Safe House. Okay. Dum, 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 dum. So ein Doktor, Kendall oder Alice oder Liu oder so, die sind sich nicht einig. Ah, was haben wir hier? Will ein paar Krankenakten aus einer Praxis hier in der Nähe. Der Kram ist natürlich digital. Ah, den Einsatz mit dem für die Medik hast du gerade gemeint, also lassen wir lieber, ne? Was Medik? Kann sein. 27 Grad. Ja, schon 27. Genau. Die Versicherungen werden sicherlich entzückt sein. Meinen Sie nicht auch? Agent, wir haben Funksprüche des LMB abgefangen. Offenbar haben die dieselbe Botschaft. Ich weiß ja nicht, ob das viel ist, aber zum Beispiel ist rechts hier noch so ein Nebeneinsatz mit 53.000 EP. Wir mögliche Verstecke identifiziert haben. Dann haben wir hier noch einen mit 52.000. Okay, das scheint hier in dem Bereich überhaupt nichts mehr zu sein. Oh Gott, wenn ich gerade die Map sehe, was ich morgen noch, was ich hier so unter der Woche noch alles nachholen darf an Nebenmissionen. Oh, oh, oh. Oh Gott, wo bin ich jetzt gelandet? Oh. Aber hier, zum Safe House zurückkehren. Ist doch einmal eine Mission, da gehe ich gleich mal.
Was machst du denn? Ich werde von irgendwelchen 27-Level-Typen angegriffen und kam nicht mehr weg. Bist du zufällig in die nächste Gegend gelaufen? In die Nähe. Also, Ja, die warten da schon auf einen. Die wenden ihre Messer. Ach hier, mit dir reden. Ach, es geht mir den Spaß ja auch noch. Mal gucken, ob ich der wildreisige Gebiet reinlatschen kann. Oh, Moment! Ah nee, warte mal, Blaupause. Ja, alle Safe Houses, die sind auch nicht offen. Jetzt den sicheren Bereich. Ja gut, aber die kriegt man so oder so früher oder später. Aber ja, egal, nichts anderes. Ich hab grad eine Blaupause bekommen für einen lila Gegenstand. Jupp. Ah, hier könnte ich mir zum Beispiel so einen lila Knieschoner kaufen. Aber da wäre die Rüstung schlechter. Und was war denn das? Du hast doch vorhin was gesagt, überlegene Gegenstände sollte man aufheben. Ja, ist lila. Genau, da hat, die hat da zum Beispiel einen, aber der ist schlechter. Ja, so geht's wieder mit meinem Rucksack. Ja gut, aber ich kaufe mir natürlich jetzt keinen schlechteren, so meine ich. Jupp, ne, wurde auch nicht. Nice. Ja sicher, damals hatte ich noch Haare und du hast so, schon alles gemacht. Da schon mal die Mission zum Safe House. Da hat sich nicht viel geändert. Du warst schon immer gut in der Führung von Soldaten. Ob in die Schlacht oder hin zu einer neuen Sicherheitsfirma, sie sind immer bereit, dir zu folgen. Ich habe gute Redenschreiber. Geschenkt, Charles. Du schreibst den Scheiß selbst, schon immer. Und sie folgen dir. Sie würden dir in die Hölle folgen, wenn du sie darum bittest. Naja, nee, ich verwechsel noch immer wieder die Markierung auf der großen Map. Da dachte ich jetzt schon, der ist wieder ein geiler Nebeneinsatz und dabei steht er nur ein Polo rum. Waffenteile. In der Nähe befindet sich ein verlorener Medikament. Okay, Mary Hill habe ich noch nicht zu suchen. Ich bin zwar 24, aber ich glaube, dann mache ich morgen erst später erstmal hier die kleinen 16er und so. Das gehört doch bestimmt auch dazu, jede Nebenmission abdingen, nein, oder? Und jede. Nein. Nein? Gott sei Dank. Auch vor den ganzen Audio-Logs und sowas brauchst du auch nicht alle. Hey, what the fuck? Ah, wieso ist diese. Wieso habe ich die Blitz. Ist die Blitzreise gesperrt? Okay, ich muss aber mal zu ein Safe House auch hin. Oh Scheiße, die sind echt reisig. Dum, 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 dum. Ups, boah. Aber du bist ja bald am Safe House. Ja. Yep. Ja, fast. Ah, sehr schön. So, jetzt bin ich in einer Mini-Gegend. Mal gucken, welches Level da die Gegner haben. 22. Und what the fuck mit der Knarre kann ich nicht umgehen. Pling. Hier habe ich Marathon. Ja. Habe ich auch abbekommen. Unverdienterweise. Echt, du hast sie gerade auch gekriegt? Schön, dass sie da sind. Ja, weil ich mich gerade zu dir blitzreise. Deswegen. Boah, guck dir die Cheaterin an. Guck dir die Cheaterin an, die ich hier pimmel mir einen ab, dass ich gar nicht verrecke.
Ich habe deine Schritte quasi beobachtet aus der Karte und gewartet, bis du da bist und mich dann dahin zu befördern. Eieieiei. Gewusst wie. Ich glaube, ich brauche bessere Waffen. Ich mache keinen Schaden. Ui. Wie viel Schaden machten die? Moment, Moment. Aua, 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 aua. Ja, Schaden halt, ne? Ja, du musst jetzt auch so denken, ne? Das ist ja nach wie vor noch der Gruppenbonus bei den Gegnern. Wenn du jetzt natürlich das Zeug da alleine angehst, hast du natürlich hier mal 3. Ja, der Schaden ist schon eigentlich... Na okay, wenn die nicht so verziehen würde, wäre der Schaden vielleicht okay. Die macht... 18.035. Ja, locker. Sie werden mir wirklich fehlen. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Ach, lauf doch schneller. Es ist schwer, in diesen Zeiten jemandem zu vertrauen. Ich brauche dringend Schmerz. Aber Sie haben mir echt was bewirkt. Oh, da war eine Mine. Aua. Alter, wechsel doch mal die Waffe! Oh! Klappt's bei dir? Nee, ich hab kein Medikit mehr, gar nichts. Okay, also alleine mit der Scheißknarre, da ist das gerade echt heftig. Aber ich hab's überlebt. Ach, wer ist denn da wieder? Ich wollte was auf Motzen gehen. Die Cheaterin. Ja, ja. Ja, ich wollte gerade mit dem Roy Benitez quatschen. Die Meldung da unten nervt mich. Ich glaube den. Ach ja, habe ich immer noch nicht. Stimmt. Ich gehe jetzt erstmal in das eine Safe House. Wen haben wir denn da? Alter. Hey, hey. Und ich gucke, ob die eine gescheite Knarre zum Verkaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand das schafft, worum wir sie gebeten haben. Das Beste ist, an ihnen können meine Ersthelfer dahin, wo wir sie am dringendsten. Nicht schlecht für den Start. Eine Kaserne, man lernt nie aus. Sehen Sie, alle Verbrecherbanden, mit denen wir zu tun hatten, sind auf der Flucht. Es sind noch welche da, aber es sind deutlich weniger. Das merkt man. Die Einwohner fühlen sich wieder sicher genug, um auf die Straße zu gehen. Die JTF hat Sarah geholfen, ihre Hilfszelte wieder aufzubauen. Um den ganzen Block stehen die Leute Schlange, um sich Nahrung und Medizin zu holen. Immerhin 11.000 EP. Wir fangen endlich an, etwas zu verändern. Ich habe den Besitzer von meinem Feindesgeschäft in Queens getroffen. Der denkt wirklich darüber nach, den Laden irgendwann wieder aufzumachen. Tja, wenn ich mich anstrenge, erkenne ich fast mein altes New York wieder. Wer hätte es gedacht? Okay, genug Schulterklopfen für einen Tag. Das LMB geht uns immer noch auf die Nerven. Kannst du mir nicht mal was Scheiß verkaufen? Das gilt auch für Sie. Also los. Hey.
In der normalen Operationsbasis war ja kein Waffenhändler, oder? Doch. Ganz am Anfang links. Echt? Ja. Stehe ich gerade direkt davor. Okay. Alles klar. Ah, Blitzreise bestätigen, ja. Oh, erstmal ein bisschen das hier. Also wenn du mir jetzt keine gescheite Knarre zum Verkauf haben, wieder ein Problem. Da komme ich nicht weit. Ich habe jetzt beim Ballern habe ich den rechten Stick komplett nach unten gedrückt und die ist trotzdem nach oben weggezogen. Na gut, bei Stabilität habe ich aber leider erst danach mitbekommen, ist auch der Wert, ich glaube, der Strich ist gerade mal so 1,5 bis 2 Zentimeter. Bei der SMG, wo ich hatte, war der Strich komplett voll. Also mit Ausrüstungsmod natürlich. Immer gerade so die Hälfte, bei meinen Waffen meistens. Ja, also wie gesagt, ich habe ja jetzt schon 3 SMGs gehabt. Ich bin irgendwie positiv überrascht, wie stabil die wirklich feuern. Und vor allem wie präzise. Wie ist denn das? Gibt's auch hier irgendwie eine Trophäe von wegen, rüste alles mit Mods aus oder so? Also kann ich die Mods, wo ich überhaupt nichts mit anfangen kann, ruhig zerstören? Ja. Gut. Juhu. Ja, und die Überlegene solltest du nicht unbedingt zerschrotten. Nee, das ist klar. Ich glaube, das war eine Trophy mit Überlegenen. Oder halt Helden. So, du hast gesagt, rein und gleich. Ach, hier, Waffenhändler. Tatsache. Standard, Convert. Ah, da geht die Präzision hoch, da geht die Nachladezeit hoch, die Reichweite geht hoch, die Stabilität geht ein bisschen runter. Und der Schaden halt. Aber das. Au! Oh, die haben hier eine überlegene Shotgun. Ja, dann. Schaden 13,7k. Ist aber relativ wenig. Talent zerstörerisch. Mit dieser Waffe wird die Rüstungsdurchdringung um 12% erhöht. Der Waffenschaden wird für 10 Sekunden um 7,5% erhöht, nachdem eine Fertigkeit eingesetzt wurde. Wow. Kostet aber auch stolze 38.000, ne? Also. Ein leichtes Maschinengewehr. Nachladezeit. Da geht ja die Präzision runter. Sag mal, wollt ihr mich alle verarschen? Du. Aber ich glaube, ich werde mich dann jetzt mal hinschmeißen. Dito, ich gehe. Na, was heißt Dito? Ich gehe jetzt wahrscheinlich gleich baden. Und jetzt noch? Jo, warum nicht? Wir wohnen im Erdgeschoss. Das stört keine Sau. Und ganz ehrlich, ich kaufe mir jetzt die Schrotze. So, da tue ich die rein. Da ist zwar natürlich 6000 Schaden weniger, aber das ist mir mal scheißegal. Und da kommt hier die Super 90 rein. So.
Yeah, ich habe eine lila Waffe. Du. Also ich verabscheue mich dabei, ne? Sind wir heute. Ich mich auch. Sind wir heute weit gekommen, waren erfolgreich und hat Spaß gemacht. Ja, dann wünsche ich euch ein gutes Nächte, schön und vor allem einen schönen Sonntag. Ja, danke gleichfalls. Ja, danke gleichfalls. Dann bis Montag. Tschüss. Tschüss.